Ja, und damit willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 1. Wir waren stehen geblieben, dass wir gerade die Stadt in Tatooine verlassen hatten. Wir hatten uns auch... Moment, ich zeige euch das eben. Ach, Quatsch. Geht schon wieder gut los. Wir hatten uns auch hier... ihn hier geholt, den Kampfdruiden HK-47. Den werden wir uns auch später noch dazu holen. Aber, das machen wir später erst. Wir hatten auch, gerade als wir die Stadt verlassen hatten, hat uns eine Frau angesprochen, die ihrem Mann ein Hochzeitsgeschenk hinterlassen hatte. Und da hinten ist dieser Mann. Dann schauen wir uns das Hochzeitsgeschenk mal an. Das ist ja lustig. Ja? Klar. So, halte ich mal eben auf. Hallo. Ist da draußen jemand? Könnt ihr mir helfen? Ich scheine zum Sterben verdammt zu sein. Tja, das ist Schicksal. Hey, danke, dass ihr angehalten habt. Ich schätze das wirklich. Ich sitze hier schon Stunden ohne Wasser fest. Hat gar nicht gut ausgesehen. Ich kenne euch nicht aus Fässers Club. Seid ihr neu in Anchorhead? Könnt ihr mir vielleicht... Ihr seid Talens, oder? Eure Frau schickt Grüße. Ich wette, dass sie das tut. Sie hat sich wohl entschlossen, dass sie genug von mir hat. Sie hat an meinen Droiden herumgepfuscht, damit sie die Drecksarbeit für sie erledigen. Der Kerl ist und bleibt ein Schürzenjäger. Ich habe eine Falle ausgelöst, die von ihr Was soll ich tun? Warum sollte sie so etwas tun? Wisst ihr... Ja, wir finden jetzt heraus, dass er kein wirklicher Jäger ist. Warum... Hört zu, Freund. Sie sind sportlich, was soll ich tun? Sie weiß, dass ich... Und ich sage, lasst ihr... Ihr seid ziemlich... Ich nehme es zurück. Vielleicht können wir sie auf Tapdance programmieren. Das ist nicht lustig. Ich, könnte wir... ich tue gar nichts. Für euch, ihr könnt hier verrotten. Oh, es leckt. Was? Was war das? Was habe ich euch denn getan? Ich kann euch einfach nicht leiden. Es ist ein grausamer Tod. Vielleicht schaue ich ja zu, während ich ein wenig Eiswasser schlürfe. Ihr wollt mir also einfach beim Sterben zusehen? Das ist einfach so... so typisch für die Leute, auf die ich treffe. Und die ich heirate. Vielen Dank auch. Also gut, ich... ich bleibe einfach hier. Mein Gott, warum ruckelt das denn so extrem hier? Jetzt steht das ganze Spiel... Wollen wir doch mal sehen, wie die Droiden... Ja, so, ich gucke jetzt mal eben nach, warum das so extrem leckt. So, ich habe meinem Hintergrund jetzt alles ausgemacht. Sicherheitstool. Flammenwerfer. Reparaturkit. Ah ja. Heilt euch mal. Du wirst von einer kleinen Gruppe Sandleute überfallen. Ihr werdet alle sterben. Haltet euch bereit. Was kommt hier her? Wer ist denn gestorben? Ach, schon wieder Gelex. Was soll der Bullshit? Bewusstlos. Sauki macht die Lebensenergie aus. So, ich guck nochmal nach, was es ist. So, jetzt habe ich noch iTunes noch zusätzlich. Was kann ich tun? Ja? Weil iTunes ja dafür bekannt ist, dass nicht viel Leistung frisst. Klar. Hier bin ich. So. Klar. Na, lass mich durch. Okay. Hat die Leiche schon durchsucht? Love, 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 I want your love.
Nein, das war Lady Gaga. Ah, gehen wir zu denen darüber. Nee. Keine Lust. Normale Splittermine. Müllberg. Lasst mich nicht hier unten! Was zum... Bitte helft mir! Ich komme hier nicht raus! 3, 2, 1... Au! Ach, guck mal her. Sitzt in der Falle, quietsch. Das ist verdammt gute Hinterhalt. Los, gib uns 500 Credits, sonst machen wir dich kalt. vielleicht könnte ich euch irgendwie davon überzeugen, das nicht zu tun. Oh, ihr wagt es mir zu drohen. Ich könnte eine gefährliche Person sein. Was? Brooke hat gesagt, du bist harmlos. Als Maulidiot. Die bluffen doch nur. Die haben keine Chance. Ach nee, schnaub nicht, Grund. Das reicht. Ihr werdet alle sterben. Hier, nimm das! Tja, so viel dazu. So viel dazu, ihr seid schwach. Mhm. Hier bin ich! Heilen! Ja? Heilen! Hä? Hier bin ich! Heilen! Mhm. Klar! So, wir brauchen jetzt da hinten die Sandleute müssen wir jetzt angreifen. Das ist immer ein etwas waghalsiges Manöver, sag ich mal. Die könnten wir auch eben töten. Dann können wir da nämlich was rausholen. Das können wir hinterher verkaufen. Na komm, dann schauen wir uns erstmal dich. Stirb. 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 Ach so. Ach, der hat natürlich gerade nichts dabei. Oh, doch, 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 da. Genau. Ich glaube, die geben 500 oder ne. Hier bin ich. 250. Hm? Egal. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Sandleute, damit die schon mal weg sind. Thermaldetonator. Nimm das. Stirb. Was zum? So, oh, das geht ja eigentlich. Sehr. Nimm das. Hier, nimm das. Das wird auch später Darth Vader tun. Hier bin ich. Ja? Klar. So nicht schon es. Wieder. Was kann ich tun? Mach mal Heilung. Nimm das. Ja? Jetzt ohne Probleme. Ich bin erstaunt. Positiv überrascht. So, wir müssen uns jetzt... Wah! Verdammt! Was kann ich tun? Ja? Die Macht ist auf meiner Seite. Trotzdem gestorben, alle. Nochmal speichern. Was kann ich tun? Ja? Ja? So, jetzt müssen wir die erstmal alle durchsuchen. Die Klamotten müssen wir auch von denen aufheben. Was kann ich tun? Na ja. Na. Zack. Zack. Und ihr braucht... So. Alles einsammeln. Bantafutter brauchen wir nachher auch noch. Aber ich sage nicht, wozu, sonst schreibt wieder einer Spoiler.
Ist das Mikro überhaupt an? Ja. Es wäre verdammt ärgerlich, wenn es nicht angewiesen wäre. Die Leute, die mich schon lange abonniert haben, die wissen, was ich, wovon ich rede. Ich mit meinem Mikro. Ja, ja, genau. So war das, wer hat es geschrieben? Ich glaube, Great Moon. Aber recht hat er, ja. So, wir müssen mal eben die Gruppenauswahl ändern. Wir nehmen ihn dazu. Hier bin ich. So, und klar. Wir ziehen uns um.